1.2. Berechnen Sie den Wertverlust des E-Bikes Blitz in Euro nach den ersten 3 Jahren. Geht im Prinzip ganz folgt. Wir wissen ja aus der Aufgabe vorher, das E-Bike hat am Anfang 3.500 Euro gekostet. Und jetzt müssen wir einfach nachschauen, wie viel ist es noch nach 3 Jahren wert. Das haben wir hier schon mal ausgerechnet. An der Stelle also ziehen wir einfach die 2.149 Euro ab. Und dabei kommen dann 1.351 Euro raus. Und das ist im Prinzip der Wertverlust nach den 3 Jahren.